Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Terranigma. Wir sind in den Wald hier gekommen, nachdem wir im Schloss alle eingeschläfert haben und dem König die Glocke geklaut haben und erstmal im Wald hier umherirren und hoffen, dass wir das richtig machen. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ach ja, wir haben noch Melina gefunden, die sich da versteckt hat. Uns verfolgt ist und ich sage, wir sind so stark! Hilfe! Ich bin gefangen genommen von unseren Mäusen. Der Gnarsch kommt nicht in Sicht. Ja. Und so gehen wir weiter im Wald. Stark erreicht. Stark in der Nähe. Was ist das? Hier sieht es aus, genauso aus wie in meinem Heimatdorf. Was hast du? Du bist plötzlich ganz losgerannt. Alles genau wie bei mir zu Hause, kaum zu glauben. Ja, diese Dörfer sehen doch alle gleich aus. Ist das nicht bloß Zufall? Sieht nicht nur noch ähnlich aus, sieht absolut identisch aus. Du musst nicht so laut schreien. Denk nach. Noch weiß ich nicht alles über dich, Cello. Oh, Hilfe. Ein Rudelbilder für Hilfe! Hallo, sie verfolgen uns! Was sollen wir tun? Die sehen aus, als ob sie Appetit auf uns hätten. Sollen wir flüchten? Jo, besser ist. Besser ist es zu flüchten, denn uns fehlt noch ein wichtiger Gegenstand. Ich dachte, den findet man unterwegs, weil letztes Mal habe ich auch schon dann zwei später. Auch schon ewig dann angesucht. Ich hoffe, dass ich sie bald finde. Wie letztes Mal in den Dschungel laufe hier. Hier waren wir ja. Oben. Da kommt eigentlich. Mysteriös. Aber wir waren da ganz oben noch nicht. Weil da nichts ist. Kack. Ich weiß es ja nicht ganz. Also. Aha. Ja, genau. Dann kommen wir auch sicher bei der. Irgendwo hab irgendwas irgendwie gefunden. Ja, ganz am Anfang gewesen. So schlimm wie vergiftet zu sein. Das heißt, hier alles zurückgehen? Nee. So. Hier ist hinten das.
Aber wie komme ich da hin? War da, bist du. Machen. Ich möchte ja nicht, dass es zu gefährlich wird hier. Oh, hier geht's lang. Wie es aussieht, geht's hier nicht lang, weil hier ist ja wieder Anfang. Alter, geh da mal aus. Really? Alter, die Lüge brauchen überall auch und nicht erwarten. Geht dann weiter, brauchen wir. Dann müssen wir wohl nochmal wieder weiter alles erkunden, was wir halt nicht erkunden haben. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist. So, mal hier gucken. Ist nicht. Eigentlich nervt es immer, dass die Gegner alle wieder auftauchen. Einmal. Marlene hilft mir auch nicht. Hilft mir immer nur blöd hinterher. Auf welchen Weg stehen? Die können mir ruhig mal den Weg weisen, oder? Ah. Bam. Diesmal nicht. Hier wollen wir lang. Hier vorne lang. Hier vorne lang. Runter. Geheimwege. Gib mir einen Geheimweg. Überhaupt nichts Geheimes. Mann. Oh, hier schon? Das hab ich noch nicht verfahren. Das sieht zwar gut aus hier, wa? Aber da ist irgendwas. Ja, der hält Hundepfeife. Ja, darauf habe ich gewartet. Ja, das ist ja auch ein Weg, den sieht ja keiner. Auf geht's, ab geht's. Und nun wieder zurück gegen den Baum da vorne. Lalalala. So. Was haltet ihr eigentlich momentan von diesem Spiel? Also ich finde es ja immer noch sehr klasse. Die ganze Story, die Geschichte und so alles. Und alles super gut gemacht. Musik, aber ich finde es schade, dass es nur ein Teil von dem Spiel, von der Geschichte gibt, aber naja, ein Teil ist immerhin ein Teil, der ist gut. Ach, Stockholm, da. Ah, noch Stockholm, da laufen. Ausrüsten. Hättest du das Bild? Ja, ausgerüstet. Wunderbar. So. Zello, benutze hier eine Pfeife. Zello, komm zu glauben, Zello. Die Wölfe ziehen sich. Gucken, was in unserer Dohode was zu essen. Ach, oh, nom nom. Ich kann nicht essen, nom nom nom. Alles ist gleich. Nee. Immer.
nicht mal schlafen kann ich im Bett. Mann, wie viel Schmetterlinge sind das? Zwei Schatz. Zwei Wunderknolle und. Der Held Porträt. Ein Porträt der Familie Melinas. Ich bin ein wenig neidisch. Sie sehen sehr glücklich aus. Melina wirkt heute ganz anders. Sello, ich könnte Melinas Eltern vor ihr erscheinen lassen. Genau wie in Duran, auch da schuf ich diese Illusion. Wenn sie ihre Eltern sieht, wird die Prinzessin sehr glücklich sein. Doch ich tue es nur, wenn du sie für immer vergisst. Was? Hm. Er scheint kaputt zu sein, öffnet sich nicht. Oh ja. Tür, alle kaputt, Türen. Warum kaputt, Tür? Wow. Tür, alle Türen sind kaputt, oder was? Nee. Das war das Haus der Weber. Ich wusste gern, wie es Melina geht. Cello, was ist los? Ich denke daran, dass ich meine Stadt zurückließ. Cello, du hast Erinnerungen an Orte, die ich gar nicht kenne. Dafür habe ich Erinnerungen, von denen du nichts weißt, Cello. Möchtest du davon erfahren? Eileen, dafür scheint mir nicht der richtige Zeitpunkt zu sein. Schon gut, es interessiert dich nicht. Da ist jemand böse. Auf Wolf gesprungen, hey. Jetzt bin ich da rein, aber ist auch kaputt. Ah, die Erinnerung. So, aus der Blablabla, ich wusste gerne, wie es drin geht. Komm, ich hab jetzt auch schon Basen. Das ist zu. Das ist nicht normal, sonst muss ich die Geschichte nochmal. Scheint kaputt zu sein. Obwohl ich die Gesichtskürbisfratzen mir gesprochen haben. Und noch was? Nö, okay. Wir haben das Porträt. Wir gehen jetzt in Arena und erzählen die gar nicht. Und dann da gucken, was passiert. Was meinst du? Willst du heimkehren? Ich überlege. Ich gehe um. Kann uns da im Schloss. Du darfst auf keinen Fall das Porträt vergessen. Hallo, Melina, treten sich. Trennen sie am Eingang des Waldes. Das ist nett von dem Spiel. So, ab ins Schloss und Melina, ihre Eltern zeigen. Vielleicht spricht sie dann wieder mit uns. Nee, das ist nicht. König ist hier. Ich bin auf Wache. Okay. Hallo. Oh, du bist es. Was meinst du damit? Das ist nicht sehr nett von dir. Hey, du wirst bald mit der Prinzessin sprechen. Hallo, du musst gar nichts tun. Ich nehme mal das Ölgemälde, die zwei Gesichter. Da muss ich mir merken. Nimmt das Ölgemälde. Ich weiß nicht genau, was du vorhast, aber sei bitte vorsichtig. Lass es bei mir. Lass es bei mir, du gehst besser auch. Hast du ein Mittel gefunden, das dir uns helfen wird? Sprich sofort mit dem König. Zack. Du hast also ein Mittel gegen die Prinzessin gefunden? Lass uns keine Zeit verlieren. Heile die Prinzessin, schnell durchgehen. Was ist das? Was geschieht?
Melina, Melina! Unmöglich, kann nicht sein. Wie alle anderen in diesem Dorf starben auch sie vor vielen Jahren. Und dieses Kind überlebte. Melina, ich weiß. Wahrheit, wir sind nur ein Traum und kommen nicht aus dieser Welt. Wir kamen, um Melinas Seele die Augen zu öffnen. Melina, erwecke die Augen deiner Seele. Lass Vater und Mutter deine Stimme hören. Vater? Mutter? Oh. Ich. Nein! Prinzessin Melina, alles in Ordnung, Kopf hoch. Es scheint, der Prinzessin geht es gut, nicht gut. Sagt alle Termine ab, die Audienz ist beendet. Werft diesen Typ hier auf der Stelle raus. Hallo. Hey, das läuft wohl ganz gut. Aber etwas ist merkwürdig. Der König wurde gerade bleibt, etwas stimmt hier nicht ganz. Es lief wirklich gut. Sie jagt mich fort. Egal, lass uns ins Hotel gehen. Ich bin hungrig. Was ist da wohl passiert? Der König begleitet. Hallo, hörst du mich? Der Mensch. Welt steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist noch viel zu Arbeit nötig, um dem Kind das Laufen zu helfen. Hörst du ihre Stimmen? Sie sehen sich nach Befreiung aus der Dunkelheit. Durchquere die hohen Berge und gehe Richtung Süden. Dort gibt es jedermann, der den Ringen deine Hilfe benötigt. Na, sieh den. War das ein Traum? Mann, was für ein Tagesbild. Er sagt halt nicht wirklich. Was? Das ist wirklich mein Traum, oder? Oh, du bist es. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Der König starb. Einige Gerüchte sagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nun abgeblasen. Ich kann absolut nichts mehr. So, ich spreche jetzt. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich wünsche euch, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen und den, wenn ihr nichts verpassen wollt, auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal.